Es ist ein Albtraum, der traurige Wahrheit wird. Im Namen des Volkes werden immer wieder auch Unschuldige verurteilt. Wenn das Gericht denkt, sie sind schuldig, sind sie schuldig. Selbst wenn sie sagen, im Zweifel für den Angeklagten, nein. Und der Rest wird konstruiert, es wird passend gemacht. Und sie können nichts dagegen machen. Viele Opfer von Justizirrtümern landen im Gefängnis. Der schrecklichste Tag in meinem Leben. Man geht durch diese schmale Tür. Draußen steht die Ehefrau. Die Tür fällt zu. Und das war's dann. Hunderte, wenn nicht Tausende, sind unschuldig hinter Gittern. Wie viele es genau sind, ist unbekannt. Es kann jeden treffen. Als Homosexueller, dann auch noch Polizist, da sind die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen fürs Gefängnis. Die Folgen für die Opfer von Fehlurteilen dramatisch. Ist man schuldig drin, weiß man warum. Aber wenn man unschuldig drin ist, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, vergleichbar mit der Hölle. Die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt. Hier war Clinton de Klerk inhaftiert. 628 Tage lang. Unschuldig. Es war für mich grausam, weil ich eigentlich nicht damit klarkam, mich an so einem Ort wiederzufinden. Weil ich so nie gelebt habe, dass ich irgendwann in meinem Leben dort landen muss. Das ist eben der Unterschied zu dem, wenn man schuldig im Gefängnis ist. Ewig mit dem Gedanken, ich habe nichts getan, warum werde ich jetzt so bestraft? Es war schlimm. Der gebürtige Südafrikaner mit deutscher Staatsbürgerschaft saß wegen des Inverkehrbringens von angeblichem Falschgeld im Gefängnis. Verurteilt zu 3 Jahren und 2 Monaten. Seine Zeit unschuldig hinter Gittern, für ihn reiner Irrsinn. Ohne Gemeinsamkeiten mit den meisten anderen Häftlingen, eingepfercht in eine kleine Zelle. Abgeschnitten vom wirklichen Leben draußen in der Freiheit, de Klerk wurde zusehends depressiv. Es war die Einschränkung, es war die Bevormundung, es war die Fremdbestimmtheit. Auf einmal sagt mir jemand, wann ich aufzustehen habe, wann ich dieses und jenes zu machen habe. Oder eigentlich hauptsächlich, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und das war für mich schlimm. Der Wahnsinn, den man verfällt, an so einem Ort zu sein, wo man nicht hingehört, das kann man eigentlich nicht nachvollziehen. Und eben immer wieder der Gedanke, unschuldig hier reingeraten zu sein. Clinton de Klerk hat vor seiner Inhaftierung Flugbegleiter in Sicherheitsfragen geschult. Dabei lernt er einen Chinesen kennen. Die Freundschaft ging über viele Jahre, bis er mir irgendwann mal erzählte, dass er beschädigte Münzen von China nach Deutschland zur Bundesbank bringt. Die Bundesbank prüft diese Münzen und wenn das alles okay ist, werden sie ihm eingetauscht. Beschädigte Euromünzen, die auf chinesischen Schrottplätzen gefunden werden. Ein Abfallprodukt des Müllexports. Die Münzen finden sich beispielsweise in Autowracks oder alten Zügen. Geld, das verloren oder vergessen wurde und bei der Mülltrennung aussortiert wird. Ein Schatz im Schrott. Tonnenweise Münzgeld, das so gut es geht aufbereitet wird. Dabei werden auch bei der Müllverwertung getrennte Teile wie der äußere Ring und das Innenstück wieder zusammengefügt. Denn die Schrottmünzen waren bares Geld wert. Wurden sie bei der Deutschen Bundesbank abgegeben, prüfte die das beschädigte Geld und erstattete den Gegenwert. De Klerks chinesischer Bekannter erzählt ihm, dass er von seinen Landsleuten für den Transport und Umtausch der Münzen eine Provision bekommt. Und irgendwann sagte er dann zu mir, hör mal, du fliegst doch sowieso nach China. Ich hatte ja damals eine Freundin in China. Und du könntest den Leuten vom Müll helfen und dir wäre auch geholfen, denn dein Ticket wäre bezahlt. Clinton de Klerk, der seine chinesische Freundin so oft wie möglich besucht, nimmt das Angebot an und bringt von seinen Flügen seitdem ebenfalls regelmäßig Schrottmünzen mit. Bei der Bundesbank ist er deshalb bekannt. Die Beamten hier wissen, woher das beschädigte Geld stammt, auch von vielen anderen Einzahlern. Nach Prüfung der Münzen wird ihm der Gegenwert anstandslos auf sein Konto überwiesen. Für die chinesischen Schrottmünzensammler und ihn also eine Win-Win-Situation.
Bis zum 30. März 2011, dem Tag, der sein Leben verändern sollte. De Klerk ist auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich rast ihm ein Wagen entgegen. Dann geht alles blitzschnell. Motor aus, Polizei, raus aus dem Fahrzeug. Fahnder in Zivil, unterstützt von Kollegen, die in parkenden Wagen gewartet haben. De Klerk wird wie ein Schwerverbrecher behandelt und verhaftet. Und er hat mir gedacht, es wird sich gleich aufklären, ihr habt ihren Fehler gemacht, ihr habt den falschen. Also irgendjemand, den ihr sucht, sieht mir wahrscheinlich ähnlich. Doch De Klerk ist gemeint. Ihm wird ein Haftbefehl präsentiert. Der Vorwurf, viele der von ihm eingelieferten Münzen seien Falschgeld gewesen, weil sie angeblich aus Teilen entwerteter Münzen illegal wieder zusammengesetzt worden seien. Die Ermittler glauben, die Münzen seien zuvor von verschiedenen Nationalbanken allein durch die Trennung von äußerem Ring und Innenstück entwertet worden. Dann seien sie verkauft und in China unerlaubt wieder zusammengefügt worden. Dieses Falschgeld habe sich De Klerk beschafft und durch den Umtausch in den Verkehr gebracht. Und da haben meine Ohren schon geklingelt, weil ich das Geld nie in den Verkehr gebracht habe, sondern was gemacht war, war, das Geld wurde zur Bundesbank gebracht, als beschädigtes Geld deklariert und die Bundesbank hat dieses Geld aus dem Verkehr rausgenommen. Doch die Ermittler verdrehen noch viel mehr. Wieder besseres Wissen. So machen sie in dem Haftbefehl aus dem Ausbilder wahrheitswidrig einen Flugbegleiter und dichten ihm weiter an, dass er Chinesisch sprechen und in China eine Eigentumswohnung besitzen würde. Frei erfundene Gründe, die für eine Fluchtgefahr sprechen. De Klerk kommt deshalb in Untersuchungshaft. Ich saß in der Zelle mit meinen Akten und habe geguckt, wo ist die Straftat, wo ist die Straftat, habe sie nirgends gefunden. Das sehen die Ermittler anders und lassen sich in den Medien für den großen Fahndungserfolg gegen die Betrügerbande feiern. Denn die soll die Bundesbank um 6 Millionen Euro geprellt haben. Anschuldigungen, die auf den polizeilichen Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft beruhen, wie der Jurist Thomas Darnstedt weiß. Die Polizei leitet de facto das Ermittlungsverfahren und sagt, wer verdächtig ist und liefert der Staatsanwaltschaft das Material, das dann zur Anklage reichen muss. Die Polizei ist nicht auf Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtet. Das heißt, das Ermittlungsverfahren ist geprägt von der Maxime der Effektivität, des Erfolges, der schnellen Überführung, der Befriedigung einer erwartungsvollen Öffentlichkeit. Wir müssen einen Täter finden, wir müssen ihn präsentieren, wir müssen ihn anklagen, wir müssen ihn bestens in Untersuchungshaft nehmen, damit die Leute merken, es passiert was. Dabei sind im Fall von Clinton de Klerk schon die Grundhypothesen der Anschuldigungen falsch. Denn Euromünzen werden in keinem Land nur durch die Trennung von äußerem Ring und Innenstück entwertet. Stattdessen werden sie gewalzt und dabei dauerhaft verformt. Das hat die Bundesbank den Ermittlern nachweislich mitgeteilt. Ebenso wie die Tatsache, dass es sich bei den eingetauschten Münzen nicht um Falschgeld handele, weshalb man keine Straftat sehe. Doch das wird ignoriert, sowohl im Ermittlungsverfahren als auch hier vor dem Landgericht. Der vorsitzende Richter sei wild entschlossen gewesen, die Angeklagten zu verurteilen, sagt Clinton de Klerk. Ich hätte nicht gedacht, dass sich jemand so sehr gegen die Wahrheit wehren kann wie dieser Richter. Er hat also all das, was ihm die Staatsanwaltschaft aufgetischt hat, hat er einfach für bare Münze genommen und hat das 1:1 umgesetzt. Und alles, was jetzt irgendwie ihn aufhalten hätte können in seinem Streben nach der Verurteilung, hat den wild gemacht. Und da ist er richtig ungehalten geworden. So steht am Ende die Verurteilung wegen angeblicher Geldfälschung, weil es sich angeblich um entwertetes Münzmaterial gehandelt habe. Eine Hypothese, die vom Gericht zur Wahrheit erklärt wird. Der Strafverteidiger Gerhard Strate erlebt so etwas oft. Jedes Gericht hat die Freiheit der Darstellung. Es kann Sachverhalte missverstehen, es kann Sachverhalte auch dazu erfinden, möglicherweise gar nicht mit böser Absicht, sondern weil man einfach denkt, es muss so gewesen sein. Wenn nach so einem längeren Prozess dann ein Urteil steht, dann denkt der normale Justizangehörige, der normale Richter, das ist doch alles prima gelaufen. Und dass da noch Platz für Irrtum sein soll, das
kommt ihm nicht in den Sinn. De Klerk und weitere Verurteilte gehen hier vor dem Bundesgerichtshof in Revision und gewinnen. Die Richter stellen fest, dass die Annahme, es handle sich um entwertetes Münzmaterial, durch nichts belegt ist. Außerdem seien die Münzen nicht in den Verkehr gebracht worden, weil sie von der Bundesbank eingezogen und vernichtet wurden. Eine Strafbarkeit wegen Geldfälschung sei deshalb nicht gegeben. Also war das hier eine klassische Fehlentscheidung des Landgerichts? Ich kann dazu keine Stellungnahme abgeben. Warum? Weil ich nur sagen kann, dass der Bundesgerichtshof diese Entscheidung aufgehoben hat. Was aber in der Konsequenz bedeutet, dass wir hier ein klassisches Fehlurteil haben. Wie gesagt, ich bleibe bei meiner Stellungnahme soweit. Ich habe als Rechtssprecher Gerichtsurteile des Landgerichts nichts zu kommentieren. Selbstkritik in den Reihen der Richterschaft sieht sicherlich anders aus. Den früheren Vorsitzenden Richter am Landgericht Frankfurt, Heinrich Gerke, erstaunt das nicht. Selbstkritik ist sicherlich das, was Richter am wenigsten haben. Das muss ich auch sagen. Es gibt natürlich auch viele Richter, die ihr Amt so verstehen, dass es einfach inakzeptabel ist, das Urteil zu kritisieren. Nach fast 2 Jahren in Haft ist Clinton de Klerk wieder frei. Und doch nach wie vor gefangen. Ein Gefangener seiner Depressionen und Angstzustände, die er seit der Zeit im Gefängnis hat. Wenn jemand völlig unschuldig ist und eine schwere Strafe verbüßen muss wegen einer Sache, die er gar nicht gemacht hat, dann ist das fast so, als wäre man lebendig begraben. Das kann dazu führen, dass jemand depressiv wird, verzweifelt wird und selbst dann, wenn er wieder entlassen wird, nicht mehr in der Lage ist, ein vernünftiges Leben zu führen. Clinton de Klerk war in einer psychiatrischen Klinik, ist noch immer in Behandlung, muss täglich Medikamente nehmen. Der Staat zahlt ihm für die Zeit, die er unschuldig hinter Gittern war, eine Haftentschädigung, 25 Euro pro Tag. Ich habe mein Leben im Grunde verloren, keine Arbeit mehr, psychische Erkrankung. Mein Leben, wie es mal war, existiert nicht mehr. Und da sollen mir jetzt 25 Euro am Tag darüber hinweg helfen. De Klerk kämpft deshalb weiter um Schadensersatz und Schmerzensgeld für ein ruiniertes Leben. Die Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen. Hier ist Kim Jung inhaftiert, seit über 3 Jahren. Der 33-Jährige war Polizist, bis er wegen schwerem Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde, zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren. Eine Tat, die er bis heute vehement bestreitet. Das Gefühl kann man kaum beschreiben, als Unschuldiger im Gefängnis zu sitzen. Am Anfang war das wirklich heftig, als sich dann hinter mir die Türen geschlossen haben. Die Tat, für die er einsitzt, ein besonders dilettantischer Raubüberfall. Es ist Donnerstag, der 24. Juli 2008. Ein Getränkemarkt in Gladbeck. Gegen 15 Uhr betritt ein Mann den Laden. Er ist der einzige Kunde. Mit einem Sixpack Bier geht er zur Kasse. 4,98 Euro, bitte. Als die Kassiererin ihm das Wechselgeld reicht, sprüht ihr der unmaskierte Täter Pfefferspray ins Gesicht. Dann ringt er sie zu Boden. Während der Mann in die Kasse greift, kann das Opfer flüchten. Die Beute des Täters nur 65 Euro, obwohl mindestens 700 in der Kasse sind. In Panik alarmiert die Kassiererin Passanten, einen Bundespolizisten und dessen Kinder. In diesem Augenblick kommt der Täter aus dem Getränkemarkt. Er steigt in seinen Wagen, den er vor dem Laden geparkt hat, und fährt davon. Die Kassiererin und die Zeugen versuchen, sich das Kennzeichen zu merken. Der Polizei gegenüber machen sie jedoch unterschiedliche Angaben. Da sich aber alle bei der Farbe und dem Fahrzeugtyp einig sind, kommt für die Ermittler nur ein Wagen in Frage, der von Kim Jung. Wenig später wird er deshalb zu Hause verhaftet. Man hat mich dann halt zur Polizeiwache verbracht, ins Gewahrsam gesperrt. Und mir hat aber nie jemand genau gesagt, was passiert sein soll. Das habe ich dann immer so erst stückchenweise erfahren. Wie von 2 Kollegen, dass der Täter das Opfer mit Pfefferspray angegriffen hat.
Woraufhin ich dann darum gebeten habe, man möge mir Abstriche von den Händen nehmen, um festzustellen, ob da noch Pfefferspray dran ist oder nicht. Dann sagten mir die beiden, nee, das machen die Kollegen, die dich dann heute noch im Laufe des Abends vernehmen werden. Fakt ist, dass die bis heute nicht zu mir gekommen sind. Also ich bin von der Polizei nicht einmal vernommen worden. Jung wird dem Haftrichter vorgeführt. Der entscheidet erstmal nur, ob der Polizist in Untersuchungshaft genommen wird. Um dem zu entgehen, sagt Jung, habe der Richter eine Kaution von 20.000 Euro verlangt, die er nicht aufbringen konnte. Oder ein Geständnis. Als Homosexueller, dann auch noch Polizist, da sind die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen fürs Gefängnis. Und bin auch wirklich in Panik verfallen, hab geweint und gezittert am ganzen Körper und wirklich so eine Angst um mein Leben gehabt, dass ich in dem Moment wahrscheinlich alles gestanden hätte. Jung beichtet den Überfall. Eine Tat, die er nicht begangen hat, wie er bis heute beteuert. Er entgeht der Untersuchungshaft. Später widerruft er das Geständnis. Der Strafprozess gegen ihn findet hier vor dem Landgericht Essen statt. Jung wird ein Deal vorgeschlagen. Wenn ich ein Geständnis ablege, was ich ja vorher bei der Polizei widerrufen habe, dann würde man mir 1,5 bis maximal 3 Jahre anbieten. Das hätte man durchaus auch noch zur Bewährung aussetzen können. Ich habe dem Richter dann aber gesagt, dass ich sein Angebot dankend ablehne. Und ich glaube, von dem Moment an war ich dann auch direkt zu den 6 Jahren verurteilt, die ich ja dann bekommen habe. Denn der vorsitzende Richter sei gegen ihn voreingenommen gewesen, statt unparteiisch, sagt Kim Jung. Für Strafrechtler wie Gerhard Strate ist die Voreingenommenheit von Richtern gegenüber Angeklagten trauriger Alltag. Also der Punkt ist der, dass die Struktur unseres Strafprozesses schon auf die Schaffung von Vorurteilen bei den Richtern angelegt ist. Wir haben am Anfang ein Ermittlungsverfahren, das führt die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft siebt dann alles aus, was ihr nicht gefällt oder was sie für unwichtig hält, macht dann zum Schluss eine Anklage. Der Richter darf die Anklage nur dann zulassen, wenn er auf Grundlage der Anklageschrift die Überzeugung gewinnt, dieser Angeklagte, der jetzt demnächst vor mir steht, wird von mir auch hochwahrscheinlich verurteilt werden. Für viele Juristen ein Fehler im System, der Fehlurteile begünstige. Kim Jung ist sich sicher, dass er bei seinem Richter keine Chance auf einen Freispruch hatte. Er hat alles, was mich entlastet hat, hat er dann immer irgendwie so gebogen, dass es mich belastet hat. Oder zumindest, dass es neutral war. Bekleidung ist untersucht worden. An den Kleidungsstücken gab es keine Fasern. Wobei, wenn es den Kontakt gegeben hätte zwischen dieser Verkäuferin und mir, hätte man Faserspuren finden müssen. In der mündlichen Begründung hat der Richter dann gesagt, naja, dann waren es halt nicht so fusselnde T-Shirts. Außerdem wurden an den sichergestellten Geldscheinen und dem Sixpack keine Fingerabdrücke oder DNA-Spuren von ihm gefunden, sondern von anderen. Spuren, die zu dem richtigen Täter hätten führen können, wie Jung sagt, denen aber nie nachgegangen worden sei. Und auch entlastende Zeugenaussagen seien nicht zu seinen Gunsten berücksichtigt worden. Es gab ja 3 Zufallszeugen, darunter auch einen Polizisten von der Bundespolizei und alle 3 haben ausgesagt vor Gericht auf die Frage, ob ich der Täter bin, ganz klar gesagt, dass ich es nicht bin. Die einzige, die ihn erkannt haben will, ist die Kassiererin, der das Gericht auch in diesem Punkt uneingeschränkt Glauben schenkt. Jungs Motiv für den Raubüberfall sollen unbezahlte Rechnungen gewesen sein, deren Höhe rund 400 Euro. Hat der junge Polizist wirklich dafür seinen Job und seine Freiheit riskiert? Durch eine mehr als dilettantische Straftat? Polizeibeamter, der müsste eigentlich wissen, wie es besser geht. Soll am helllichten Tag mit seinem eigenen PKW unmaskiert, auch noch mit den eigenen Kennzeichen, vor so einem Getränkemarkt in seinem Wohnort fahren, überfällt den, lässt das meiste an Geld in der Kasse und fährt ganz seelenruhig wieder vom Parkplatz. Doch den Richtern erscheint alles plausibel. Jung wird verurteilt. Denn wie Richter im Rahmen der sogenannten freien Beweiswürdigung Zeugenaussagen und andere Beweise bewerten, wem sie glauben und wem nicht, das alles entscheiden allein sie. Die Freiheit der Beweiswürdigung ist im Gesetz festgeschrieben, aber es ist eben eine große Freiheit. Und niemand schützt den Angeklagten davor, dass diese Freiheit willkürlich zu seinen Lasten verwendet wird. Kim Jung sieht sich als Opfer richterlicher Willkür. Für die Justiz dagegen ist er rechtskräftig verurteilt.
aber auch zu Recht? Kriminalpsychologe Eck weiß, dass es viele Gründe gibt, die Unschuld zu beteuern. Gleichgültig, ob man es nun tatsächlich war oder nicht. Wenn jemand etwas leugnet, was man ihm vorwirft, dann kann es sein, dass es gar nicht war. Aber wenn er es tatsächlich war, warum leugnet er dann trotzdem? Einer der Gründe könnte sein, dass man das auch seinen nahen Angehörigen, seiner Frau, seiner Familie gegenüber nicht gestanden hat. Und da wäre es für jemanden unter Umständen noch schlimmer, als Lügner dazustehen, als gegenüber der Justiz. Kim Jung bleibt dabei. Er ist unschuldig. Er will die Wiederaufnahme seines Verfahrens erreichen, einen Freispruch. Doch er weiß, dass dies ein steiniger Weg ist, der in den meisten Fällen nicht zum Erfolg führt. Ich glaube, dass es als Unschuldiger so schwierig ist, seine Unschuld zu beweisen, weil natürlich die Justiz in erster Linie keine Fehler zugeben will. Ich habe auch so das Gefühl, dass für die Justiz das unvorstellbar ist, dass jemand zu Unrecht verurteilt wurde. Das sieht auch Thomas Darnstedt so. Der Grund ist für ihn klar. Fehlerkultur gehört nicht zur Justiz, sondern das ganze System der dritten Gewalt besteht aus dem Selbstverständnis, dass man absolut und nicht hinterfragbare Wahrheiten verkündet. Wenn man das in Frage stellen würde, dann käme dieses System der Justiz, das abschließende Urteil fällt, in Gefahr. Darauf ruhen sich natürlich alle möglichen Leute aus, die schlichtweg, man muss es so hart sagen, pfuschen. Das hat Norbert Kuss am eigenen Leib erfahren. Der Familienvater war 683 Tage lang unschuldig in Haft, erwiesenermaßen. Das Delikt, das man mir vorgeworfen hat, sexueller Missbrauch mit Kindern, das ist so ziemlich das Schlimmste. Dann ist man der unterste Dreck, auch im Gefängnis. Den Tag, an dem er seine Haft angetreten hat, wird er nie vergessen. Zu Unrecht verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Der schrecklichste Tag in meinem Leben. Ich habe nachts kein Auge zugemacht, einfach aus Angst. Ein Gefühl der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins. Der Ruf des unbescholtenen Beamten zerstört. Vom liebevollen Vater zum angeblichen Kinderschänder. Beschuldigt wurde Norbert Kuss von seiner damals 13-jährigen Pflegetochter. Seine Frau Rita und er hatten bereits einen Adoptivsohn und einen Pflegesohn großgezogen. Und dann hat das Jugendamt sich an uns gewandt, ob wir eventuell noch mal bereit wäre, Kind aufzunehmen. War jetzt nicht die Rede von Bub oder Mädel. Und da haben wir zugestimmt. Hier im Jugendamt fällt die Entscheidung auf Susi. Das Mädchen ist lernbehindert, stammt aus problematischen Familienverhältnissen, war immer wieder im Heim. Viel mehr erfahren die Pflegeeltern nicht. Hieß dann auch nur, sie schaut nach Jungs, dass es schon Geschlechtsverkehr hinaus. Ich hatte halt man uns nicht gesagt. Und wir haben doch verhältnismäßig schnell gemerkt, dass er eigentlich ziemlich distanzlos ist. Was das Ehepaar heute als distanzlos umschreibt, sei ein stark sexualisiertes Verhalten gewesen. Sie hat die Leute an all mögliche Körperstellen angefasst, wo man das eigentlich nicht möchte, ne? Und hat dabei auch nichts Unrechtes gesehen, ne? Stellte man Forderungen an sie und es hat ihr nicht gepasst, dann wurde sie sehr aggressiv. Dabei fliegen immer wieder auch Gegenstände. Es kommt zu heftigen Handgreiflichkeiten, nicht nur gegen Norbert Kuss. Die hat meine Frau vermöbelt, die hat die gegriffen, da hat meine Frau keine Chance mehr gehabt. So stark war die, ne? Die hat Kräfte entwickelt, war mir all überrascht. Das Ehepaar schaltet einen Jugendpsychiater ein. Doch das Verhältnis zu Susi wird immer schlechter. Es kommt immer häufiger zu Streit. Also Fräulein, das war's jetzt. Als Norbert Kuss seine Pflegetochter deshalb zurechtweist, eskaliert die Situation. Dann ging sie auf mich los, griff mal in den Schritt und da ist er wutentbrannt hoch in ihr Zimmer. Ich habe mich zu ihr gesetzt und habe gesagt, du Susi, das geht doch so nicht weiter. Was machen wir? Ich glaube, am besten ist, morgen bist du aus diesem Hause draußen. Und da kam die Antwort,
dann sage ich der Rita, du hättest gefummelt. Kuss berichtet seiner Frau von dem Vorfall. Die beiden informieren das Jugendamt, geben die Pflegschaft auf. Das Mädchen zieht zu seinem leiblichen Vater. Kurz darauf erstattet der bei der Polizei in Begleitung seiner Tochter Anzeige gegen Norbert Kuss wegen sexuellen Missbrauchs. Der Ex-Pflegevater habe das Mädchen wiederholt im Intimbereich berührt, es zu sexuellen Handlungen an ihm missbraucht. Kuss beteuert seine Unschuld. Doch während ihm seine Familie und Freunde uneingeschränkt glauben, erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Im Auftrag des Gerichts wird ein sogenanntes Glaubwürdigkeitsgutachten über die frühere Pflegetochter angefertigt. Eine Sachverständige befragt das Mädchen und beurteilt dessen Beschuldigungen als mit hoher Wahrscheinlichkeit glaubhaft. Eine Fehleinschätzung mit fatalen Folgen. Denn die Richter seien deshalb von vornherein von seiner Schuld überzeugt gewesen, sagt Norbert Kuss. Er wird verurteilt, vor allem wegen den überzeugenden Ausführungen der Sachverständigen zur Glaubwürdigkeit des Mädchens. Ab jetzt gilt er offiziell als Straftäter, als Kinderschänder. Nach 35 Jahren verliert er deshalb seinen Beamtenstatus und seine Pensionsansprüche. Muss bereits erhaltenes Geld zurückzahlen. Die Familie steht vor dem finanziellen Ruin. Kuss kann nichts dagegen unternehmen, weil er seine dreijährige Haftstrafe antreten muss. Man meldet sich an, dann geht man durch diese schmale Tür. Draußen steht die Ehefrau, die Tür fällt zu und das war's dann. Weggesperrt und abgehakt. Kuss soll für etwas büßen, das er nicht getan hat. Soll Reue zeigen und endlich gestehen. Und dann habe ich gesagt, ich bin unschuldig, packe sie mal noch 3 Jahre drauf und ich bleibe bei der gleichen Aussage. Ab jetzt gilt er auch im Gefängnis als sogenannter Tatleugner. Einer der vielen Unbelehrbaren, der nicht zu seiner Schuld stehen will. Hafterleichterungen sind dann eher unwahrscheinlich. Doch Kuss bekommt weitere Probleme. Schnell hat sich herumgesprochen, dass da in der Einzelzelle ein Kinderschänder sitze. Und damit steht er in der Knasthierarchie ganz unten. Wenn jemand seine Frau im Flagranti erwischt hat und hat er die Kehle durchgeschnitten, das ist dann ein Edelinhaftierter. Ein Drogenhändler, der fühlt sich dann eher als unschuldig inhaftierter Kaufmann. Das ist so im Knast. Aber Kinderschänder oder Vergewaltiger, das ist einfach das Letzte. Kuss wird deshalb von anderen Häftlingen bedroht. Bei einem Hofgang spitzt sich die Situation zu. Dann steht einer nebendran am Fenster und singt dann so, Kinder ficken, das ist schön, alle Kinder haben's gern. Und ich habe nicht reagiert. Das scheint den Provokateur zu provozieren. Er schmeißt einen großen Holzklotz nach Kuss. Das Geschoss verfehlt nur knapp dessen Kopf. Lebensgefährlich. Kuss ist auf dem Tiefpunkt seines Lebens. Verzweifelt. Unschuldig hinter Gittern. Wir treffen Kim Jung wieder. Der Ex-Polizist, der wegen schweren Raubes verurteilt ist, wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Aber nicht etwa, weil seine Unschuld bewiesen wäre, sondern wegen guter Führung und einer, wie es im Amtsdeutsch heißt, positiven Sozialprognose. Heute darf er das Gefängnis verlassen. Nach 1330 Tagen hinter Gittern, unschuldig, wie er nach wie vor beteuert. Ich bin erstmal unglaublich erleichtert, total happy und ja, so richtig realisieren kann ich es noch nicht. Freue mich aber natürlich auf meine Familie, die ja schon draußen steht und auf mich wartet. Und dann ist es soweit. Kim Jung ist endlich wieder frei. Hi, Mama. Da fällt mir eine ganze Steinlawine vom Herz. Mir auch. Ja. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch bin. Hat lange genug gedauert. Auf, dass der Rest auch noch klappt. Genau. Der Rest, das ist vor allem das Wiederaufnahmeverfahren.
indem er seine Unschuld beweisen will. Er baut dabei auf neue Informationen, die er mittlerweile habe. Denn die Kassiererin des Getränkemarktes, den er überfallen haben soll, habe vor Gericht eine Falschaussage gemacht. Als sie gefragt wurde, ob sie normalerweise aufgrund einer Sehbehinderung eine Brille tragen müsse, hätte sie dies wahrheitswidrig verneint. Fest steht, dass ich aufgrund der Aussage der Verkäuferin aus diesem Getränkeladen verurteilt worden bin. Man muss sich die Frage stellen, wie viel kann man ihr denn dann überhaupt noch glauben? Warum hat sie die Fragen, die ihr gestellt wurden, falsch beantwortet? Für seinen Anwalt sind die Konsequenzen klar. Das Gesetz öffnet für einen solchen Fall ohne Rücksicht darauf, wie sich die Falschaussage ausgewirkt hat, das Wiederaufnahmerecht. Es kann nicht angehen, dass wir ein Urteil bestehen lassen, welches auf der Grundlage einer vorsätzlichen Falschaussage eines Belastungszeugen beruht. Doch wenig später erfährt Jung, sein Wiederaufnahmeantrag wurde trotzdem abgelehnt. Die Begründung der Richter, die Falschaussage müsse sich für den Angeklagten negativ ausgewirkt haben, das verneinen die Richter und lehnen ein neues Verfahren ab. Für Jung und seinen Anwalt unrechtmäßig, sie haben deshalb jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt. Ich kämpfe weiter, weil ich ganz klar meine Unschuld beweisen möchte und auch einfach möchte, dass ich rehabilitiert werde. Doch die Chancen dafür stehen schlecht. Gerhard Strate weiß nur zu gut, wie schwierig es für rechtskräftig Verurteilte ist, später doch noch ihre Unschuld zu beweisen. Er ist Deutschlands erfolgreichster Wiederaufnahmespezialist. Die Justiz will keine Wiederaufnahmen. Selbst wenn ein Wiederaufnahmegesuch bestens begründet ist, versuchen die mit der Wiederaufnahme befassten Gerichte immer irgendeinen Vorwand zu finden, um diese Wiederaufnahme wieder wegzudrücken. Also die Justiz verteidigt die Rechtskraft eines einmal gesprochenen Urteils wirklich mit Zähnen und mit Klauen. Für Strafverteidiger eine besondere Herausforderung. Strate kämpft auch für Andreas Darso um eine Wiederaufnahme. Er ist wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes verurteilt. Zu lebenslanger Haft. Eine grausame Tat, die er nicht begangen habe, wie er beteuert. Wegen der besonderen Schwere der Schuld muss er wohl mindestens 23 Jahre hinter Gittern bleiben, bevor er mit einer Haftentlassung rechnen kann. Knapp 5 davon sind um. Dass er verurteilt wurde, ein Schock. Mehr fasst es auch erst gar nicht. Also, man wird rausgerissen und denkt immer, okay, es klärt sich auf. Aber es ist sehr schwer. Wenn man draußen ein gutes Leben hat und ich hatte ein gutes Leben, meine Familie, meine Frau, es war alles wunderbar. Und dann sitzen sie hier. Weil er der Täter sein soll, in einem der rätselhaftesten Mordfälle Deutschlands. Es ist Freitag, der 17. April 2009. Am frühen Morgen bringt der Nachbar von Andreas Darso den Müll vor die Tür. Draußen lauert sein Mörder. Auf die Waffe soll der Täter einen selbstgebauten Schalldämpfer montiert haben. Mit 6 Schüssen tötet er Klaus T. Im Schlafzimmer zielt der Killer auf den Kopf der Ehefrau, tötet auch sie. Eine Etage höher schießt er auf die behinderte Tochter der Familie und flüchtet anschließend. Trotz schwerster Kopfverletzungen und starken Blutverlustes überlebt die 37-Jährige. Tür an Tür mit den Opfern lebt Familie Darso. Anja Darso ist zur Tatzeit mit den beiden Kindern bei den Großeltern. Andreas Darso konnte aus beruflichen Gründen nicht mitfahren. In der Mordnacht ist er deshalb allein, hat kein Alibi. Doch nicht nur deshalb gerät Darso schnell ins Visier der Fahnder. Die Polizei wollte einen Täter präsentieren. Ich denke mal, dass der Druck massiv war. Im Blut der Leichen finden sich winzige Partikel, angeblich Bauschaum, von einem selbstgebastelten Schalldämpfer, den der Täter benutzt haben soll. Polizisten durchsuchen die Firma, in der Darso arbeitet. Dort stellen sie fest, mit seinem Benutzernamen wurde eine Internetseite geöffnet, auf der sich die Bauanleitung für einen mit Bauschaum gefüllten Schalldämpfer findet. Alles scheint zusammenzupassen. Und auch ein Motiv glauben die Ermittler gefunden zu haben.
Andreas Darso habe die ständigen Lärmbelästigungen durch seine Nachbarn nicht mehr ausgehalten. Fakt ist, 8 Jahre vor der Tat hatten Darsos die Polizei gerufen, weil ihre Nachbarn mehrfach laut stritten. Danach jedoch habe es keine Probleme mehr gegeben. Wir hatten keinen Kontakt mit der Familie, wir hatten vor 8 Jahren natürlich Differenzen, aber diese permanente Ruhestörung, die da suggeriert worden ist, dieses Zermürbende, das war einfach nicht da. Und es ist für mich nicht verständlich, warum man das dann als Motiv herbeiführen darf. Anja Darso ist von der Unschuld ihres Mannes überzeugt. Ich weiß einfach, dass mein Mann unschuldig ist. Ich kenne meinen Mann. Ich weiß, wie er tickt. Ich weiß, was ihn beschäftigt. Er ist ein Mensch, der ruhig wirkt, aber doch sagt, wenn ihn was bedrückt oder wenn ihn was stört. Und warum soll er jahrelang nichts sagen und auf einmal ein Mörder sein? Polizei und Staatsanwaltschaft sehen das anders. Andreas Darso wird angeklagt, kommt vor Gericht. Das Hauptindiz ist die Internetanleitung für den Schalldämpferbau, die Darso in der Firma ausgedruckt haben soll. Ein Gutachter jedoch erklärt vor Gericht, dass ein Kollege Darsos regelmäßig Waffenseiten besucht hat. Ein weiteres Indiz: Schmauchspuren von Schüssen an alter Bundeswehrkleidung von Darso. Doch Gutachter sagen aus, dass die nicht mit Sicherheit der Tat zuzuordnen sind. Und sie sind zu gering, um von den tödlichen Schüssen zu stammen. Hinzu kommt, am Tatort werden keine DNA-Spuren von Andreas Darso gefunden und speziell ausgebildete Spürhunde, die Geruchsspuren von Menschen erschnüffeln, finden dort ebenfalls nichts von Darso. Er zeigt negativ, diese Woche nicht hier. Die Richter sind dennoch von der Schuld des Angeklagten überzeugt und verurteilen Andreas Darso zu lebenslanger Haft. Für sie ist er ein eiskalter Mörder, wie es im Urteil heißt. Es wurde alles negativ interpretiert. Jede Aussage von mir, jedes Verhalten von mir. Wenn das Gericht denkt, sie sind schuldig, sind sie schuldig. Selbst wenn sie sagen, im Zweifel für den Angeklagten, nein. Und der Rest wird konstruiert, es wird passend gemacht. Und sie können nichts dagegen machen. Seine Revision wird abgelehnt, weil es beim Prozess keine Rechtsfehler gegeben habe. Doch er und seine Frau kämpfen weiter. Anja Darso besucht ihren Mann so oft es geht. 2-mal im Monat für je 2 Stunden sehen sich die beiden. Die Trennung, eine enorme Belastung für die Familie. Wenn da die Beziehung nicht passt, geht alles kaputt. Und das ist das Schlimmste überhaupt. Mein jüngster Sohn war damals 4 Wochen, wo sie mich verhaftet haben. 4 Wochen. Ihre ganze Hoffnung setzen die beiden jetzt darauf, dass es zu einem Wiederaufnahmeverfahren kommt. Das ist jetzt das, wo man sagt, okay, und dann wird die Wahrheit ans Licht kommen. Dann kommt der Freispruch, dann ist alles wieder in Ordnung. Dann kriegt man wieder sein altes Leben zurück. Dafür, dass Andreas Darso tatsächlich unschuldig ist, spricht einiges. So haben beispielsweise mehrere Zeugen ausgesagt, dass sich Klaus T., das spätere Opfer, massiv bedroht gefühlt habe. Da gibt es einen Mann, der gesagt hat, ihm wurden 10.000 Euro angeboten, damit er dem späteren Opfer Schutz bietet. Es gibt eine Aussage von einem anderen Mann, der gesagt hat, er wollte bei ihm eine Waffe kaufen. Ermittlungsergebnisse, die auch vor Gericht zur Sprache kommen. Doch die Richter sind dennoch von Darsos Schuld überzeugt. Die wichtigste Frage aber für ein mögliches Wiederaufnahmeverfahren ist jetzt: Wurde bei der Tat tatsächlich ein selbstgebastelter Schalldämpfer eingesetzt? Gerhard Strate hält diese Theorie für falsch. Meine Überlegungen gehen dahin, auch mit Hilfe von Sachverständigen, dass diese Konstruktion nie und nimmer verwandt worden ist. Wenn es gelingt, das nachzuweisen, dann ist natürlich auch die entscheidende Spur, nämlich der PC des Herrn Darso, von dem aus irgendein Waffennarr angeklickt wird, der dort erklärt, wie man jetzt Schalldämpfung mit PET-Flaschen und Bauschaum herstellt. Das ist von vornherein dann in seinem Beweiswert fast wie null. Anja Darso ist ebenso kämpferisch wie optimistisch. Sie glaubt an die Chance, doch noch die Unschuld ihres Mannes beweisen zu können.
Ja, dieses positive Ziel ist im Kopf, die Tür geht auf. Er darf hier mit seinem kleinen Koffer, mit seinen paar Habseligkeiten an Sachen, die er hat, wieder raus. Und er darf leben, er darf alles das tun, was ihm gefällt und was er liebt. Auch Norbert Kuss hat nie aufgegeben. Hat immer darum gekämpft, seine Unschuld zu beweisen. Fast 2 Jahre war er hinter Gittern, wegen des angeblichen sexuellen Missbrauchs seiner früheren Pflegetochter. Doch erst sein 3. Wiederaufnahmeantrag hat schließlich Erfolg. 5 Jahre, nachdem man ihn vorzeitig aus der Haft entlassen hatte, wegen guter Führung und einer günstigen Prognose. Sein Fall muss neu verhandelt werden, denn Kuss kann den Grundpfeiler seiner Verurteilung erschüttern, das Glaubwürdigkeitsgutachten. Eine Sachverständige hatte bescheinigt, dass die Beschuldigungen der früheren Pflegetochter mit hoher Wahrscheinlichkeit glaubhaft seien. Neue Gutachten jedoch stellen gravierende methodische Mängel und Fehleinschätzungen der Expertin fest. So kommt ein neues Gerichtsgutachten zu dem Schluss, dass die Beschuldigungen des Mädchens nicht erlebnisorientiert seien und damit nicht glaubwürdig. Außerdem bestätigen Zeugen für einen der angeblichen Tatzeitpunkte ein Alibi von Kuss, das diesmal zu seinen Gunsten gewertet wird. Er wird wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Fast 11 Jahre nach der falschen Strafanzeige. Da flossen die Tränen vor Freude. Das ist einfach dann ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Das war ein derart erhebendes Gefühl. Ebenso wie das persönliche Treffen mit der damaligen saarländischen Justizministerin, bei dem die ihr Bedauern ausdrückte. Experten wie Thomas Darnstedt verwundern solche eklatanten Fehlurteile nicht. Er hält sie vielmehr für sehr viel häufiger, als es die Justiz wahrhaben möchte, und für systembedingt. Die Justiz hat was zu verbergen. Richter sind meiner Ansicht nach von dem, was sie da machen müssen, systematisch überfordert. Die Hauptarbeit ist rauszukriegen, wer hat was getan. Und das hat man nirgendwo gelernt. Kein Richter hat gelernt, wie man die Wahrheit herauskriegt. Kein Richter hat während seiner Ausbildung etwas über Zeugenvernehmung, über Psychologie, über Soziologie gelernt. Kritiker fordern deshalb eine praxisnähere Aus- und Fortbildung der Richter. Andernfalls sei Fehlurteilen schon deshalb auch weiterhin Tür und Tor geöffnet, ohne dass Richtern dafür im Normalfall strafrechtliche Konsequenzen drohen. Wenn jemand einem Irrtum unterliegt und aus diesem Irrtum heraus die falsche Überzeugung gewinnt, dann kann er dafür nicht belangt werden. Lediglich für vorsätzliche Rechtsbrüche könnte der Richter selbstverständlich belangt werden. Also er darf nicht vorsätzlich das Recht beugen. Doch die Grenzen zwischen der erlaubten freien Beweiswürdigung und der strafbaren vorsätzlichen Rechtsbeugung sind fließend. Und wie sollen die Opfer solcher Fehlurteile einen derartigen Vorsatz beweisen? Richter wegen Rechtsbeugung zu belangen, ist deshalb praktisch unmöglich. Zumeist aber sind es Justizirrtümer, die Unschuldige hinter Gitter bringen. Die häufigsten Gründe: Erfolgsdruck, schlampige, einseitige Ermittlungen, Ignoranz und Überforderung von Richtern sowie mangelnde Ausbildung. Und fehlende Selbstkritik. Wiederaufnahmeverfahren werden auch deshalb mit allen Mitteln verhindert. Und so wird es auch weiterhin zu Fehlurteilen kommen und in den meisten Fällen dabei bleiben. Mit fatalen Folgen für die Opfer. Haben soll, habe vor Gericht eine Falschaussage gemacht. Als sie gefragt wurde, ob sie normalerweise aufgrund einer Sehbehinderung eine Brille tragen müsse, hätte sie dies wahrheitswidrig verneint.
feststeht, dass ich aufgrund der Aussage der Verkäuferin aus diesem Getränkeladen verurteilt worden bin. Man muss sich die Frage stellen, wie viel kann man ihr denn dann überhaupt noch glauben? Warum hat sie die Fragen, die ihr gestellt wurden, falsch beantwortet? Für seinen Anwalt sind die Konsequenzen klar. Das Gesetz öffnet für einen solchen Fall ohne Rücksicht darauf, wie sich die Falschaussage ausgewirkt hat, das Wiederaufnahmerecht. Es kann nicht angehen, dass wir ein Urteil bestehen lassen, welches auf der Grundlage einer vorsätzlichen Falschaussage eines Belastungszeugen beruht. Doch wenig später erfährt Jung, sein Wiederaufnahmeantrag wurde trotzdem abgelehnt. Die Begründung der Richter, die Falschaussage müsse sich für den Angeklagten negativ ausgewirkt haben, das verneinen die Richter und lehnen ein neues Verfahren ab. Für Jung und seinen Anwalt unrechtmäßig, sie haben deshalb jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt. Ich kämpfe weiter, weil ich ganz klar meine Unschuld beweisen möchte und auch einfach möchte, dass ich rehabilitiert werde. Doch die Chancen dafür stehen schlecht. Gerhard Strate weiß nur zu gut, wie schwierig es für rechtskräftig Verurteilte ist, später doch noch ihre Unschuld zu beweisen. Er ist Deutschlands erfolgreichster Wiederaufnahmespezialist. Die Justiz will keine Wiederaufnahmen. Selbst wenn ein Wiederaufnahmegesuch bestens begründet ist, versuchen die mit der Wiederaufnahme befassten Gerichte immer irgendeinen Vorwand zu finden, um diese Wiederaufnahme wieder wegzudrücken. Also die Justiz verteidigt die Rechtskraft eines einmal gesprochenen Urteils wirklich mit Zähnen und mit Klauen. Für Strafverteidiger eine besondere Herausforderung. Strate kämpft auch für Andreas Darso um eine Wiederaufnahme. Er ist wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes verurteilt. Zu lebenslanger Haft. Eine grausame Tat, die er nicht begangen habe, wie er beteuert. Wegen der besonderen Schwere der Schuld muss er wohl mindestens 23 Jahre hinter Gittern bleiben, bevor er mit einer Haftentlassung rechnen kann. Knapp 5 davon sind um. Dass er verurteilt wurde, ein Schock. Mehr fasst es auch erst gar nicht. Also, man wird rausgerissen und denkt immer, okay, es klärt sich auf. Es ist sehr schwer, wenn man draußen ein gutes Leben hat. Und ich hatte ein gutes Leben, meine Familie, meine Frau, es war alles wunderbar. Und dann sitzen sie hier. Weil er der Täter sein soll, in einem der rätselhaftesten. Denn Euromünzen werden in keinem Land nur durch die Trennung von äußerem Ring und Innenstück entwertet. Stattdessen werden sie gewalzt und dabei dauerhaft verformt. Das hat die Bundesbank den Ermittlern nachweislich mitgeteilt. Ebenso wie die Tatsache, dass es sich bei den eingetauschten Münzen nicht um Falschgeld handle, weshalb man keine Straftat sehe. Doch das wird ignoriert, sowohl im Ermittlungsverfahren als auch hier vor dem Landgericht. Der vorsitzende Richter sei wild entschlossen gewesen, die Angeklagten zu verurteilen, sagt Clinton de Klerk. Ich hätte nicht gedacht, dass sich jemand so sehr gegen die Wahrheit wehren kann wie dieser Richter. Er hat also all das, was ihm die Staatsanwaltschaft aufgetischt hat, hat er einfach für bare Münze genommen und hat das 1:1 umgesetzt. Und alles, was jetzt irgendwie ihn aufhalten hätte können in seinem Streben nach der Verurteilung, hat den wild gemacht. Und da ist er richtig ungehalten geworden. So steht am Ende die Verurteilung wegen angeblicher Geldfälschung, weil es sich angeblich um entwertetes Münzmaterial gehandelt habe. Eine Hypothese, die vom Gericht zur Wahrheit erklärt wird. Der Strafverteidiger Gerhard Strate erlebt so etwas oft. Jedes Gericht hat die Freiheit der Darstellung. Es kann Sachverhalte missverstehen, es kann Sachverhalte auch dazu erfinden, möglicherweise gar nicht mit böser Absicht, sondern weil man einfach denkt, es muss so gewesen sein. Wenn nach so einem längeren Prozess dann ein Urteil steht, dann denkt der normale Justizangehörige, der normale Richter, das ist doch alles prima gelaufen. Und dass da noch Platz für Irrtum sein soll, das kommt ihm nicht in den Sinn. De Klerk und weitere Verurteilte gehen hier vor dem Bundesgerichtshof in Revision und gewinnen. Die Richter stellen fest, dass die Annahme, es handle sich um entwertetes Münzmaterial, durch nichts belegt ist.
Außerdem seien die Münzen nicht in den Verkehr gebracht worden, weil sie von der Bundesbank eingezogen und vernichtet wurden. Eine Strafbarkeit wegen Geldfälschung sei deshalb nicht gegeben. Also war das hier eine klassische Fehlentscheidung des Landgerichts? Ich kann dazu keine Stellungnahme abgeben. Warum? Weil ich nur sagen kann, dass der Bundesgerichtshof diese Entscheidung aufgehoben hat. Was aber in der Konsequenz bedeutet, dass wir hier ein klassisches Fehlurteil haben. Wie gesagt, ich bleibe bei meiner Stellungnahme soweit. Ich habe als Gerichtssprecher Gerichtsurteile des Landgerichts nichts zu kommentieren. Selbstkritik in den Reihen der Richterschaft sieht sicherlich anders aus. Den früheren Vorsitzenden Richter am Landgericht Frankfurt, Heinrich Gerke, erstaunt das nicht. Selbstkritik ist werden, denn Kuss kann den Grundpfeiler seiner Verurteilung erschüttern, das Glaubwürdigkeitsgutachten. Eine Sachverständige hatte bescheinigt, dass die Beschuldigungen der früheren Pflegetochter mit hoher Wahrscheinlichkeit glaubhaft seien. Neue Gutachten jedoch stellen gravierende methodische Mängel und Fehleinschätzungen der Expertin fest. So kommt ein neues Gerichtsgutachten zu dem Schluss, dass die Beschuldigungen des Mädchens nicht erlebnisorientiert seien und damit nicht glaubwürdig. Außerdem bestätigen Zeugen für einen der angeblichen Tatzeitpunkte ein Alibi von Kuss, das diesmal zu seinen Gunsten gewertet wird. Er wird wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Fast 11 Jahre nach der falschen Strafanzeige. Da flossen die Tränen vor Freude. Das ist einfach dann ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Das war ein derart erhebendes Gefühl. Ebenso wie das persönliche Treffen mit der damaligen saarländischen Justizministerin, bei dem die ihr Bedauern ausdrückte. Experten wie Thomas Darnstedt verwundern solche eklatanten Fehlurteile nicht. Er hält sie vielmehr für sehr viel häufiger, als es die Justiz wahrhaben möchte, und für systembedingt. Die Justiz hat was zu verbergen. Richter sind meiner Ansicht nach von dem, was sie da machen müssen, systematisch überfordert. Die Hauptarbeit ist rauszukriegen, wer hat was getan. Und das hat man nirgendwo gelernt. Kein Richter hat gelernt, wie man die Wahrheit herauskriegt. Kein Richter hat während seiner Ausbildung etwas über Zeugenvernehmung, über Psychologie, über Soziologie gelernt. Kritiker fordern deshalb eine praxisnähere Aus- und Fortbildung der Richter. Andernfalls sei Fehlurteilen schon deshalb auch weiterhin Tür und Tor geöffnet, ohne dass Richtern dafür im Normalfall strafrechtliche Konsequenzen drohen. Wenn jemand einem Irrtum unterliegt und aus diesem Irrtum heraus die falsche Überzeugung gewinnt, dann kann er dafür nicht belangt werden. Lediglich für vorsätzliche Rechtsbrüche könnte der Richter selbstverständlich belangt werden. Also er darf nicht vorsätzlich das Recht beugen. Doch die Grenzen zwischen der erlaubten freien Beweiswürdigung und der strafbaren vorsätzlichen Rechtsbeugung sind fließend. Und wie sollen die Opfer solcher Fehlurteile einen derartigen Vorsatz beweisen? Richter wegen Rechtsbeugung zu belangen, ist deshalb praktisch unmöglich. Zumeist aber sind es Justizirrtümer, die Unschuldige hinter Gitter bringen. Also irgendjemand, den ihr sucht, sieht mir wahrscheinlich ähnlich. Doch de Klerk ist gemeint. Ihm wird ein Haftbefehl präsentiert. Der Vorwurf, viele der von ihm eingelieferten Münzen seien Falschgeld gewesen, weil sie angeblich aus Teilen entwerteter Münzen illegal wieder zusammengesetzt worden seien. Die Ermittler glauben, die Münzen seien zuvor von verschiedenen Nationalbanken allein durch die Trennung von äußerem Ring und Innenstück entwertet worden. Dann seien sie verkauft und in China unerlaubt wieder zusammengefügt worden. Dieses Falschgeld habe sich de Klerk beschafft und durch den Umtausch in den Verkehr gebracht. Und da haben meine Ohren schon geklingelt, weil ich das Geld nie in den Verkehr gebracht habe, sondern was gemacht war, das Geld wurde zur Bundesbank gebracht, als beschädigtes Geld deklariert, und die Bundesbank hat dieses Geld aus dem Verkehr rausgenommen. Doch die Ermittler verdrehen noch viel mehr, wieder besseres Wissen. So machen sie in dem Haftbefehl aus dem Ausbilder wahrheitswidrig einen Flugbegleiter.
und dichten ihm weiter an, dass er Chinesisch sprechen und in China eine Eigentumswohnung besitzen würde. Frei erfundene Gründe, die für eine Fluchtgefahr sprechen. De Klerk kommt deshalb in Untersuchungshaft. Ich saß in der Zelle mit meinen Akten und habe geguckt, wo ist die Straftat, wo ist die Straftat, habe sie nirgends gefunden. Das sehen die Ermittler anders und lassen sich in den Medien für den großen Fahndungserfolg gegen die Betrügerbande feiern. Denn die soll die Bundesbank um 6 Millionen Euro geprellt haben. Anschuldigungen, die auf den polizeilichen Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft beruhen, wie der Jurist Thomas Darnstedt weiß. Die Polizei leitet de facto das Ermittlungsverfahren und sagt, wer verdächtig ist, und liefert der Staatsanwaltschaft das Material, das dann zur Anklage reichen muss. Die Polizei ist nicht auf Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtet. Das heißt, das Ermittlungsverfahren ist geprägt von der Maxime der Effektivität, des Erfolges, der schnellen Überführung, der Befriedigung einer erwartungsvollen Öffentlichkeit. Wir müssen einen Täter finden, wir müssen ihn präsentieren, wir müssen ihn anklagen, wir müssen ihn bestens in Untersuchungshaft nehmen, damit die Leute merken, es passiert was. Dabei sind im Fall von Clinton de Klerk schon die Grundhypothesen der Anschuldigungen falsch. Denn Euromünzen werden in keinem Land nur durch die Trennung von äußerem Ring und Innenstück entwertet. Stattdessen werden sie gewalzt und dabei dauerhaft verformt. Das hat die Bundesbank den Ermittlern nachweislich mitgeteilt. Ebenso wie die Tatsache, dass es sich bei den eingetauschten Münzen nicht um Falschgeld handle, weshalb man keine Straftat sehe. Doch das wird ignoriert. Sie können nichts dagegen machen. Viele Opfer von Justizirrtümern landen im Gefängnis. Der schrecklichste Tag in meinem Leben. Man geht durch diese schmale Tür. Draußen steht die Ehefrau. Die Tür fällt zu. Und das war's dann. Hunderte, wenn nicht Tausende, sind unschuldig hinter Gittern. Wie viele es genau sind, ist unbekannt. Es kann jeden treffen. Als Homosexueller, dann auch noch Polizist, da sind die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen fürs Gefängnis. Die Folgen für die Opfer von Fehlurteilen dramatisch. Ist man schuldig drin, weiß man warum. Aber wenn man unschuldig drin ist, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, vergleichbar mit der Hölle. Die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt. Hier war Clinton de Klerk inhaftiert. 628 Tage lang. Unschuldig. Es war für mich grausam, weil ich eigentlich nicht damit klarkam, mich an so einem Ort wiederzufinden. Weil ich so nie gelebt habe, dass ich irgendwann in meinem Leben dort landen muss. Das ist eben der Unterschied zu dem, wenn man schuldig im Gefängnis ist. Ewig mit dem Gedanken, ich habe nichts getan, warum werde ich jetzt so bestraft? Es war schlimm. Der gebürtige Südafrikaner mit deutscher Staatsbürgerschaft saß wegen des Inverkehrbringens von angeblichem Falschgeld im Gefängnis. Verurteilt zu 3 Jahren und 2 Monaten. Seine Zeit unschuldig hinter Gittern, für ihn reiner Irrsinn. Ohne Gemeinsamkeiten mit den meisten anderen Häftlingen, eingepfercht in eine kleine Zelle. Abgeschnitten vom wirklichen Leben draußen in der Freiheit, de Klerk wurde zusehends depressiv. Es war die Einschränkung, es war die Bevormundung, es war die Fremdbestimmtheit. Auf einmal sagt mir jemand, wann ich aufzustehen habe, wann ich dieses und jenes zu machen habe. Oder eigentlich hauptsächlich, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und das war für mich schlimm. Der Wahnsinn, den man verfällt, an so einem Ort zu sein, wo man nicht hingehört, das kann man eigentlich nicht nachvollziehen. Und eben immer wieder der Gedanke, unschuldig hier reingeraten zu sein. Clinton de Klerk hat vor seiner Inhaftierung Flugbegleiter in Sicherheitsfragen geschult. Dabei lernt er einen Chinesen kennen. Die Freundschaft ging über viele Jahre, bis er mir irgendwann mal erzählte, dass er beschädigte Münzen von China nach Deutschland zur Bundesbank bringt. Die Bundesbank prüft diese Münzen und wenn das alles okay ist, werden sie ihm eingetauscht. Dortiert wird. Ein Schatz im Schrott. Tonnenweise Münzgeld, das so gut es geht aufbereitet wird,
Dabei werden auch bei der Müllverwertung getrennte Teile wie der äußere Ring und das Innenstück wieder zusammengefügt. Denn die Schrottmünzen waren bares Geld wert. Wurden sie bei der Deutschen Bundesbank abgegeben, prüfte die das beschädigte Geld und erstattete den Gegenwert. De Klerks chinesischer Bekannter erzählt ihm, dass er von seinen Landsleuten für den Transport und Umtausch der Münzen eine Provision bekommt. Und irgendwann sagte er dann zu mir, hör mal, du fliegst doch sowieso nach China. Ich hatte ja damals eine Freundin in China. Und du könntest den Leuten vom Müll helfen und dir wäre auch geholfen, denn dein Ticket wäre bezahlt. Clinton de Klerk, der seine chinesische Freundin so oft wie möglich besucht, nimmt das Angebot an und bringt von seinen Flügen seitdem ebenfalls regelmäßig Schrottmünzen mit. Bei der Bundesbank ist er deshalb bekannt. Die Beamten hier wissen, woher das beschädigte Geld stammt, auch von vielen anderen Einzahlern. Nach Prüfung der Münzen wird ihm der Gegenwert anstandslos auf sein Konto überwiesen. Für die chinesischen Schrottmünzensammler und ihn also eine Win-Win-Situation bis zum 30. März 2011, dem Tag, der sein Leben verändern sollte. De Klerk ist auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich rast ihm ein Wagen entgegen. Dann geht alles blitzschnell. Motor aus, Polizei, raus aus dem Fahrzeug. Fahnder in Zivil, unterstützt von Kollegen, die in parkenden Wagen gewartet haben. De Klerk wird wie ein Schwerverbrecher behandelt und verhaftet. Und er hat mir gedacht, es wird sich gleich aufklären, ihr habt ihren Fehler gemacht, ihr habt den falschen. Also irgendjemand, den ihr sucht, sieht mir wahrscheinlich ähnlich. Doch de Klerk ist gemeint. Ihm wird ein Haftbefehl präsentiert. Der Vorwurf, viele der von ihm eingelieferten Münzen seien Falschgeld gewesen, weil sie angeblich aus Teilen entwerteter Münzen illegal wieder zusammengesetzt worden seien. Die Ermittler glauben, die Münzen seien zuvor von verschiedenen Nationalbanken allein durch die Trennung von äußerem Ring und Innenstück entwertet worden. Dann seien sie verkauft und in China unerlaubt wieder zusammengefügt worden. Dieses Falschgeld habe sich de Klerk beschafft und durch den Umtausch in den Verkehr gebracht. Und da haben meine Ohren schon geklingelt, weil ich das Geld nie in den Verkehr gebracht habe, sondern was gemacht war, war, das Geld wurde zur Bundesbank gebracht, als beschädigtes Geld deklariert und die Bundesbank hat dieses Geld aus dem Verkehr rausgenommen. Doch die Ermittler verdrehen noch viel mehr. Wieder besseres Wissen. So. Waren natürlich Differenzen, aber diese permanente Ruhestörung, die da suggeriert worden ist. Dieses Zermürbende, das war einfach nicht da. Und es ist für mich nicht verständlich, warum man das dann als Motiv herbeiführen darf. Anja Darso ist von der Unschuld ihres Mannes überzeugt. Ich weiß einfach, dass mein Mann unschuldig ist. Ich kenne meinen Mann. Ich weiß, wie er tickt. Ich weiß, was ihn beschäftigt. Er ist ein Mensch, der ruhig wirkt, aber doch sagt, wenn ihn was bedrückt oder wenn ihn was stört. Und warum soll er jahrelang nichts sagen und auf einmal ein Mörder sein? Polizei und Staatsanwaltschaft sehen das anders. Andreas Darso wird angeklagt, kommt vor Gericht. Das Hauptindiz ist die Internetanleitung für den Schalldämpferbau, die Darso in der Firma ausgedruckt haben soll. Ein Gutachter jedoch erklärt vor Gericht, dass ein Kollege Darsos regelmäßig Waffenseiten besucht hat. Ein weiteres Indiz: Schmauchspuren von Schüssen an alter Bundeswehrkleidung von Darso. Doch Gutachter sagen aus, dass die nicht mit Sicherheit der Tat zuzuordnen sind. Und sie sind zu gering, um von den tödlichen Schüssen zu stammen. Hinzu kommt, am Tatort werden keine DNA-Spuren von Andreas Darso gefunden und speziell ausgebildete Spürhunde, die Geruchsspuren von Menschen erschnüffeln, finden dort ebenfalls nichts von Darso. Er zeigt negativ, diese Woche nicht hier. Die Richter sind dennoch von der Schuld des Angeklagten überzeugt und verurteilen Andreas Darso zu lebenslanger Haft. Für sie ist er ein eiskalter Mörder, wie es im Urteil heißt. Es wurde alles negativ interpretiert. Jede Aussage von mir, jedes Verhalten von mir. Wenn das Gericht denkt, sie sind schuldig, sind sie schuldig. Selbst wenn sie sagen, im Zweifel für den Angeklagten, nein. Und der Rest wird konstruiert, es wird passend gemacht. Und sie können nichts dagegen machen.
Seine Revision wird abgelehnt, weil es beim Prozess keine Rechtsfehler gegeben habe. Doch er und seine Frau kämpfen weiter. Anja Darso besucht ihren Mann so oft es geht. Zweimal im Monat für je 2 Stunden sehen sich die beiden. Die Trennung, eine enorme Belastung für die Familie. Wenn da die Beziehung nicht passt, geht alles kaputt. Und das ist das Schlimmste überhaupt. Mein jüngster Sohn war damals 4 Wochen, wo sie mich verhaftet haben. 4 Wochen. Ihre ganze Hoffnung setzen die beiden jetzt darauf, dass es zu einem Wiederaufnahmeverfahren kommt. Das ist jetzt das, wo man sagt, okay, und dann wird die Wahrheit ans Licht kommen. Dann kam der Freispruch, dann ist alles wieder in Ordnung. Dann kriegt man wieder sein altes Leben zurück. Böse Absicht, sondern weil man einfach denkt, es muss so gewesen sein. Wenn nach so einem längeren Prozess dann ein Urteil steht, dann denkt der normale Justizangehörige, der normale Richter, das ist doch alles prima gelaufen. Und dass da noch Platz für Irrtum sein soll, das kommt ihm nicht in den Sinn. De Klerk und weitere Verurteilte gehen hier vor dem Bundesgerichtshof in Revision und gewinnen. Die Richter stellen fest, dass die Annahme, es handle sich um entwertetes Münzmaterial, durch nichts belegt ist. Außerdem seien die Münzen nicht in den Verkehr gebracht worden, weil sie von der Bundesbank eingezogen und vernichtet wurden. Eine Strafbarkeit wegen Geldfälschung sei deshalb nicht gegeben. Also war das hier eine klassische Fehlentscheidung des Landgerichts? Ich kann dazu keine Stellungnahme abgeben. Warum? Weil ich nur sagen kann, dass der Bundesgerichtshof diese Entscheidung aufgehoben hat. Was aber in der Konsequenz bedeutet, dass wir hier ein klassisches Fehlurteil haben. Wie gesagt, ich bleibe bei meiner Stellungnahme soweit. Ich habe als Rechtssprecher Gerichtsurteile des Landgerichts nichts zu kommentieren. Selbstkritik in den Reihen der Richterschaft sieht sicherlich anders aus. Den früheren Vorsitzenden Richter am Landgericht Frankfurt, Heinrich Gerke, erstaunt das nicht. Selbstkritik ist sicherlich das, was Richter am wenigsten haben. Das muss ich auch sagen. Es gibt natürlich auch viele Richter, die ihr Amt so verstehen, dass es einfach inakzeptabel ist, das Urteil zu kritisieren. Nach fast 2 Jahren in Haft ist Clinton de Klerk wieder frei. Und doch nach wie vor gefangen. Ein Gefangener seiner Depressionen und Angstzustände, die er seit der Zeit im Gefängnis hat. Wenn jemand völlig unschuldig ist und eine schwere Strafe verbüßen muss wegen einer Sache, die er gar nicht gemacht hat, dann ist das fast so, als wäre man lebendig begraben. Das kann dazu führen, dass jemand depressiv wird, verzweifelt wird und selbst dann, wenn er wieder entlassen wird, nicht mehr in der Lage ist, ein vernünftiges Leben zu führen. Clinton de Klerk war in einer psychiatrischen Klinik, ist noch immer in Behandlung, muss täglich Medikamente nehmen. Der Staat zahlt ihm für die Zeit, die er unschuldig hinter Gittern war, eine Haftentschädigung. 25 Euro pro Tag. Ich habe mein Leben im Grunde verloren. Keine Arbeit mehr, psychische Erkrankung. Mein Leben, wie es mal war, existiert nicht mehr. Und da sollen mir jetzt 25 Euro am Tag darüber hinweg helfen. De Klerk kämpft deshalb weiter um Schadensersatz und Schmerzensgeld für ein ruiniertes Leben. Die Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen. Hier ist Kim Jung inhaftiert, seit über 3 Jahren. Der 33-Jährige beiführen darf. Anja Darso ist von der Unschuld ihres Mannes überzeugt. Ich weiß einfach, dass mein Mann unschuldig ist. Ich kenne meinen Mann. Ich weiß, wie er tickt. Ich weiß, was ihn beschäftigt. Er ist ein Mensch, der ruhig wirkt, aber doch sagt, wenn ihn was bedrückt oder wenn ihn was stört. Und warum soll er jahrelang nichts sagen und auf einmal ein Mörder sein? Polizei und Staatsanwaltschaft sehen das anders. Andreas Darso wird angeklagt, kommt vor Gericht. Das Hauptindiz ist die Internetanleitung für den Schalldämpferbau, die Darso in der Firma ausgedruckt haben soll. Ein Gutachter jedoch erklärt vor Gericht, dass ein Kollege Darsos regelmäßig Waffenseiten besucht hat. Ein weiteres Indiz, Schmauchspuren von Schüssen an alter Bundeswehrkleidung von Darso. Doch Gutachter sagen aus, dass die nicht mit Sicherheit der Tat zuzuordnen sind. Und sie sind zu gering, um von den tödlichen Schüssen zu stammen. Hinzu kommt,
Am Tatort werden keine DNA-Spuren von Andreas Darso gefunden und speziell ausgebildete Spürhunde, die Geruchsspuren von Menschen erschnüffeln, finden dort ebenfalls nichts von Darso. Er zeigt negativ, diese Woche nicht hier. Die Richter sind dennoch von der Schuld des Angeklagten überzeugt und verurteilen Andreas Darso zu lebenslanger Haft. Für sie ist er ein eiskalter Mörder, wie es im Urteil heißt. Es wurde alles negativ interpretiert. Jede Aussage von mir, jedes Verhalten von mir. Wenn das Gericht denkt, sie sind schuldig, sind sie schuldig. Selbst wenn sie sagen, im Zweifel für den Angeklagten, nein. Und der Rest wird konstruiert, es wird passend gemacht. Und sie können nichts dagegen machen. Seine Revision wird abgelehnt, weil es beim Prozess keine Rechtsfehler gegeben habe. Doch er und seine Frau kämpfen weiter. Anja Darso besucht ihren Mann so oft es geht. Zweimal im Monat für je 2 Stunden sehen sich die beiden. Die Trennung, eine enorme Belastung für die Familie. Wenn da die Beziehung nicht passt, geht alles kaputt. Und das ist das Schlimmste überhaupt. Mein jüngster Sohn war damals 4 Wochen, wo sie mich verhaftet haben. 4 Wochen. Ihre ganze Hoffnung setzen die beiden jetzt darauf, dass es zu einem Wiederaufnahmeverfahren kommt. Das ist jetzt das, wo man sagt, okay, und dann wird die Wahrheit ans Licht kommen. Dann kam der Freispruch, dann ist alles wieder in Ordnung. Dann kriegt man wieder sein altes Leben zurück. Dafür, dass Andreas Darso tatsächlich unschuldig ist, spricht einiges. So haben beispielsweise mehrere Zeugen ausgesagt, dass sich Klaus T., das spätere Opfer, mal Motiv glauben, die Ermittler gefunden zu haben. Andreas Darso habe die ständigen Lärmbelästigungen durch seine Nachbarn nicht mehr ausgehalten. Fakt ist, 8 Jahre vor der Tat hatten Darsos die Polizei gerufen, weil ihre Nachbarn mehrfach laut stritten. Danach jedoch habe es keine Probleme mehr gegeben. Wir hatten keinen Kontakt mit der Familie, wir hatten vor 8 Jahren natürlich Differenzen, aber diese permanente Ruhestörung, die da suggeriert worden ist, dieses Zermürbende, das war einfach nicht da. Und es ist für mich nicht verständlich, warum man das dann als Motiv herbeiführen darf. Anja Darso ist von der Unschuld ihres Mannes überzeugt. Ich weiß einfach, dass mein Mann unschuldig ist. Ich kenne meinen Mann. Ich weiß, wie er tickt. Ich weiß, was ihn beschäftigt. Er ist ein Mensch, der ruhig wirkt, aber doch sagt, wenn ihn was bedrückt oder wenn ihn was stört. Und warum soll er jahrelang nichts sagen und auf einmal ein Mörder sein? Polizei und Staatsanwaltschaft sehen das anders. Andreas Darso wird angeklagt, kommt vor Gericht. Das Hauptindiz ist die Internetanleitung für den Schalldämpferbau, die Darso in der Firma ausgedruckt haben soll. Ein Gutachter jedoch erklärt vor Gericht, dass ein Kollege Darsos regelmäßig Waffenseiten besucht hat. Ein weiteres Indiz: Schmauchspuren von Schüssen an alter Bundeswehrkleidung von Darso. Doch Gutachter sagen aus, dass die nicht mit Sicherheit der Tat zuzuordnen sind. Und sie sind zu gering, um von den tödlichen Schüssen zu stammen. Hinzu kommt, am Tatort werden keine DNA-Spuren von Andreas Darso gefunden und speziell ausgebildete Spürhunde, die Geruchsspuren von Menschen erschnüffeln, finden dort ebenfalls nichts von Darso. Er zeigt negativ, diese Woche nicht hier. Die Richter sind dennoch von der Schuld des Angeklagten überzeugt und verurteilen Andreas Darso zu lebenslanger Haft. Für sie ist er ein eiskalter Mörder, wie es im Urteil heißt. Es wurde alles negativ interpretiert. Jede Aussage von mir, jedes Verhalten von mir. Wenn das Gericht denkt, sie sind schuldig, sind sie schuldig. Selbst wenn sie sagen, im Zweifel für den Angeklagten, nein. Und der Rest wird konstruiert, es wird passend gemacht. Und sie können nichts dagegen machen. Seine Revision wird abgelehnt, weil es beim Prozess keine Rechtsfehler gegeben habe. Doch er und seine Frau kämpfen weiter. Anja Darso besucht ihren Mann so oft es geht. 2-mal im Monat für je 2 Stunden sehen sich die beiden. Die Trennung, eine enorme Belastung für die Familie. Wenn da die Beziehung nicht passt, geht alles kaputt. Und das ist das Schlimmste überhaupt. Mein Sohn war damals...